ein Buch mit dem Titel Selbstevolution, die Antwort auf eine globale Herausforderung, und geschrieben hat das Buch Herr Andreas Koch. Als ich mich der generellen kulturellen Entwicklungsgeschichte zugewandt habe, da habe ich dieses Thema dann nochmals aufgearbeitet und habe dann eigentlich auch erspürt oder herausgefunden, dass die menschheitsgeschichtliche kulturelle Entwicklung grundsätzliche Ähnlichkeiten aufweist wie die individuelle Entwicklung des Menschen. Nur was beim einen, bei uns, bei Ihnen, bei mir, Jahrzehnte dauert, das dauert in der Menschheitsgeschichte Jahrtausende oder manchmal Jahrzehntausende. Die fünf Gebote, wie Sie es genannt haben, Sie haben das als so eine Art Denk- und Handlungskonzept vorgestellt in Ihrem Buch. Warum haben Sie da gerade den Begriff Gebote gewählt? Es muss irgendwie eine gewisse Bedeutung schwer haben. Ich möchte nicht einfach nur von Leitsätzen reden, aber man kann diese Gebote eigentlich eher als Grundsätze verstehen. Also ein Begriff, der sich durch dieses Buch zieht wie ein roter Faden, fast auf jeder Seite, ist Bewusstsein. Wenn man sich mit der Frage des Lebens und des Todes beschäftigt, dann muss man sich mit der Frage des Bewusstseins, des Geistes beschäftigen. Der Mensch als geistiges Wesen besteht zum allergrößten Teil aus dem sogenannten Unbewussten. Die Dinge, die einzelnen Dinge sind eigentlich nicht das Entscheidende, sondern die Beziehung zwischen den Dingen, das ist eigentlich das Entscheidende, weil ohne die Beziehung würden die Dinge gar nicht existieren. So wie Faraday das eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts definierte, es ist das Zentrum einer Kraft, welche sich über das ganze Universum ausdehnt. Mhm.